So, hallo meine Freunde, ja, ich begrüße euch, ich habe schon mal hier ausgepackt, ihr habt es gelesen, es geht sich um einen neuen Kühler, ja, und zwar geht es um den Cooler Master Gaming 2 M5 LED. Ja, das ist ein sehr flacher Kühler, das heißt also auch sehr geeignet für kleinere Systeme, MATX, ITX und so weiter. Das ist ein LED-Lüfter, also eine sehr schöne Sache, wer also mal auch wieder Wert legt auf ein bisschen LED. Das heißt, wir haben also hier mit roter LED, wir haben hier viel Zubehör dabei, das heißt, wir haben Halterungen für AMD, wir haben die sogenannte Backplate dabei, wir haben hier so ein Schlüsselchen dabei für später die Schrauben, das sind diese Muttern hier, von hinten zu verschrauben, das Ganze wird von hinten verschraubt, das heißt der Kühler wird draufgesetzt, hier kommen die Brackets dran, entweder für Intel oder für AM3, AM2 und so weiter, bitte nicht AM4, der Kühler ist also nicht für AM4 tauglich. Das heißt, vielleicht kommt das noch, man muss ja nur dann die Brackets dementsprechend ändern, dann passt es auch auf AM4. Wichtig ist, hier haben wir noch so Dichtkappen, die kommen bei AM3, AM2, FM2 und so weiter, kommen die zur Geltung, das ist aber genau beschrieben in der Beschreibung. Wir haben hier Wärmeleitpaste, Master GL Pro, die ist gut, die habe ich schon verwendet, kann man wirklich empfehlen. Das heißt, wir haben also alles dabei, 4 kleine Halterschrauben für die Brackets zu montieren und natürlich auch der schöne Lüfter. Wir haben hier einen 120 mm Lüfter, der ist nicht mit Klammern diesmal fest, der ist schön geschraubt mit 4 Schrauben. Ja, in diese schöne Halterung hier, die ist also sehr schön eingefasst, der ganze Kühlkörper. Muss ich dazu sagen, absolut fantastisch. Ich wiederhole mich auch da gerne hier mit den Heatpipes, 5 Stück an der Zahl. Also das ist schon eine Masse, muss man dazu sagen. Wir können den mal gerne anschließen. Ihr kennt mich ja, ich habe immer so ein Netzteil hier bereit. Und dann schließen wir den Lüfter auch mal gerne an. Und dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen, wenn er auf vollen Touren läuft. So. Also die LED ist jetzt, ja, kann man nicht viel erkennen durch das Licht. Ich kann mal vielleicht ein bisschen dunkler machen. Also, da haben wir auch natürlich die LED. Ja, wenn der Lüfter natürlich volle Pulle läuft, wir haben, glaube ich, hier eine Maximalumdrehung von 1600 Umdrehungen, dann hört man den natürlich. Obwohl es geht wirklich, aber es kommt natürlich auch ein super Luft hier runter. Also das ist schon heftig, was da unten ankommt. Ja, also das ist schon wirklich absolut top. Ja, ja, ich mache mal Licht wieder an. Ja, ich habe jetzt hier noch 5 Volt, mal gucken. Und dann hört man natürlich gar nichts mehr. Jetzt läuft er hier auf 5 Volt und den hört man jetzt. Ne, da hört man gar nichts mehr. Ah, da wird ja auch nicht immer auf vollen Touren laufen, das ist immer klar. Man muss auch ein bisschen mal ins BIOS gehen oder eben die Software vom Bord installieren. Da kann man diese ganzen Lüftersteuerungen für CPU, für seinen Gehäuselüfter, die kann man alle so ein bisschen einstellen und regeln. Dafür gibt es ja diese Möglichkeit. Ja, um das Ganze auch so ein bisschen dann einzustellen nach seinen Wünschen und so weiter. Ich stelle sie meistens so ein, dass sie auf mittleren Touren so, dass sie wirklich noch unhörbar sind bis 50 Grad. Und ab 50 Grad geht bei mir die Kurve dann steil nach oben. Das heißt, dann darf der ruhig schön Gas geben, der Lüfter, dass ich also nicht jetzt da in den Temperaturen von 80 oder sogar 90 Grad kommen würde. Ja, dann kann der ruhig mit vollen Touren laufen. Darum, man kann aber natürlich auch die normale Einstellung lassen, aber ich bin einer, ich mag das nicht, wenn ich am Rechner sitze und mache irgendwie oder spiele, dann fährt der Lüfter immer hoch und runter. Ja, das hat man nämlich sehr oft bei diesen normalen Einstellungen. Darum stelle ich mir die Lüfterkurve immer
Nach meinen Wünschen stelle ich mir die ein, dann wird das gespeichert im BIOS und dann bleibt das auch so. Ja? Gerade bei den neueren BIOS kann man das wirklich alles sehr schön einstellen. Hier mit 5 Volt jetzt, da hört man gar nichts, da hört man eher hier links das Netzteil und hier hört man wirklich gar nichts. Also absolut schön. Die LED ist jetzt nicht so ausgeprägt, das sind hier an dem Motor selber, da sind 4 kleine LEDs. Und die leuchten dann so ein bisschen nach außen hin. Wie gesagt, wenn es dunkel ist, habt ihr das gesehen, dann ist das Ganze schon ein bisschen schöner. Ja, und wenn natürlich jetzt hier so ein MATX oder Mini-ATX oder natürlich auch für ATX, also um Gottes Willen, der ist jetzt nicht nur für die Kleinen, der macht sich natürlich auch sehr gut in einem ATX-Gehäuse. Ja, das Ganze ist natürlich sehr schön, wenn man den so montiert hat und dann hier noch diesen roten LED hat. Wer jetzt noch ein bisschen RAM-Speicher-LED hat oder noch Lüfter, andere Lüfter. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch neue von Cooler Master, werde ich wohl auch demnächst vorstellen. Da gibt es ganz, ganz tolle neue LED-Lüfter, die haben auch eine eigene Steuerung dabei, eigene Software, wenn man das möchte. Denn viele haben vielleicht noch nicht so ein Board, wo RGB-Lüftersteuerung vorhanden ist. Das heißt, dann kann man auch solche Lüfter sehr schön in sein Gehäuse einbauen. Ja, werde ich demnächst zeigen. Also ich kann nur sagen, der Lüfter ist absolut schön, gefällt mir sehr gut, der Kühler. Ja, auch der Lüfter, der hier oben drauf sitzt, schön flach gehalten. Das Ganze ist super schön verarbeitet, massiv, muss ich dazu sagen. Also ich kann wirklich, ja, sagen, absolut schön. Wie gesagt, und mit den Brackets, ja, das heißt, dann werden die aufgebaut, die man braucht. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen, aber ich habe hier im Moment nur ein AM4-System und für AM4 ist der Kühler nicht geeignet. Man kriegt hier für kleineres Geld. Kleineres, sage ich mal, ich glaube, der liegt so um die 30, etwas über 30 Euro. Aber wie gesagt, Preise ist immer so eine Sache, die können sich von heute auf morgen ändern. Ich habe es bei der Maus gesehen, die haben sich sogar am gleichen Tag noch geändert. Bei der Logitech-Maus, also das geht manchmal schneller, als man denkt. Das war also für mich ein super Schnäppchen, bin immer noch zufrieden mit der Maus. Gut, kommen wir weiter. Also wirklich hier mit der plangeschliffenen Kupferfläche. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, also das ist eine schöne Sache, eine gute Sache, kann man wirklich empfehlen. Alles dabei, was man braucht, ja, und mehr braucht man eigentlich nicht. Mit der Backplate kommt man auch, glaube ich, gut zurecht. Ja, wie gesagt, eben schade ist nur eben, dass wir hier keine Halterung haben für AM4. Ja, ich habe euch die Sockel soweit vorgelesen. Ich kann sie gerne nochmal für Interessierte nochmal grob vorlesen. Wir haben also Intel 1366, 1156, 1155, 1151, 1150 und 775. Ja, bei AMD ist es FM2, FM2 Plus, FM1, FM3 Plus, AM3 und AM2 Plus. Ja, also. Wichtig ist, ja, hier sind noch die Streifen da, die kann man dann abmachen, die Sicherheitssachen hier. Ja, und dann hat man hier ein schönes Kabel. 4-Pin auch nicht zu lang. Ja, viele meinen es immer ganz gut, die haben natürlich ein sehr langes, aber meistens ist der CPU-Fanheader auch da in der Nähe von dem CPU. Und darum finde ich es gut, wenn das Kabel gar nicht so lang ist. Wenn es nämlich zu lang ist, musst du es irgendwo rumwickeln und gucken, dass du es irgendwie versteckt kriegst. Gerade wenn man Sichtfenster hat. Ja, finde ich also auch eine sehr schöne Sache. Er macht mir einen sehr massiven Eindruck. Ja, er macht mir einen sehr stabilen Eindruck. Er ist wirklich sehr massiv. Also, ja. Sehr angenehm, also wirklich, ist schon ein Schwergewicht, was man hier in der Hand hält. Ich kann mir auch vorstellen, dass der sehr gute Temperaturen hat. Wenn ich die Möglichkeit habe, ihn irgendwo zu montieren, werde ich das machen und den Test auch dann wieder in meine Liste eintragen. Und ja, das war erstmal so ein bisschen die Vorstellung. Wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich ihn auch montieren und dann sehen wir ihn auch mal im montierten Zustand, wie einfach das ist. Also ich finde es von der Halterung sehr einfach, sieht alles sehr, sehr kompakt hier aus. Nichts mit irgendwelchen kleinen Clips oder Kunststoffsachen, sondern alles wirklich massives Metall hier. Also wirklich schon eine tolle Sache, macht für mich wirklich absolut schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da, freue ich mich riesig drüber. Ihr werdet die nächsten Videos sehen. Also es wird das Mini ITX noch kommen. Es wird aber ein anderes Gehäuse sein, wie ich jetzt letzte Woche vorgestellt habe. Es wird also nicht das Bitphoenix sein. Lasst euch überraschen. Es werden noch schöne Lüfter vorgestellt. Es kommen noch einige Videos in der nächsten Zeit. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, macht einen Daumen hoch, freue ich mich auch drüber. Und ich sage ganz einfach wie immer zum Schluss, tschüss zusammen.